Hallo Leute, willkommen bei Airborne Kingdom. Dies ist Teil 16. Wir haben uns gerade hier mit dieser Schmiedestadt angefreundet und jetzt sollten wir da hinfahren, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist irgendwo hier im Nirgendwo. Fahren wir einfach mal hier hin. Ah, da sind auch Kohlevorkommen, das ist gut, ne? Jetzt. Und wir müssen uns als nächstes wohl Gedanken um mehr Auftrieb machen. Denn das wird bald knapp. Geforscht wird ja eifrig. So, gucken wir mal. Auftrieb. Da haben wir ja die Ballons, die wir noch gar nicht nutzen. Liefert 5 Auftrieb. Das ist natürlich nicht viel. Und Lehm sollten wir zwischendrin mal absammeln. Ich guck mal, wie die so sind. Oh, die sind lustig auf jeden Fall. Könnte ich ja hier einfach welche hinsetzen. So. So. Okay. Sollte ich als nächstes hinten welche hinsetzen, damit es ausgeglichen ist. Hier ein. Hier ein. So. Kosten zu hoch. Oh, wir haben nicht mehr genug Holz. Ein seltenes Ereignis. Und das ist, glaube ich, unser Ziel. Dann gehen wir mal Holz sammeln. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. So, jetzt sind alle Arbeiter beschäftigt. Dann ja, gucken wir mal, ob wir hier für Arbeiter brauchen. Sonst ist das ja ganz schön, wenn die alle fleißig am Werkeln sind. So, unbekannte Ruine. Das ist bestimmt das, was wir brauchen. Und dies hier ist Dickicht. Da schicken wir dann auch welche hin. Wenn der Wald aufgestockt wurde. So, und der Auftrieb, der hat sich schon deutlich verbessert. Und hier ist auch noch eine Dingsruine. Sollten wir auch noch einen kleinen Abstecher machen, wenn wir hier fertig sind. Und da, oh. Mehrfach interessant. Also, oh, alle Arbeiter sind beschäftigt, ja. Dann ziehe ich bei dem Wald mal welche ab. Ach, das ist auch der Gegner hier bei diesem Wald. So. Und schicke welche hier hin. So. Ja. Das Klicken klappt nicht so. So. Ah, okay. Der Geistheiler. Und jetzt kommt der Teegarten. Kannst du mal weggehen? Ah ja, die Forschung läuft schon. Wunderbar. So, jetzt muss ich mich hier erstmal korrekt klicken. Oh, wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Leute übrig. Gut, dann brauchen wir wieder mehr Leute. Ja, ich habe die ja zum Ballonbetreiben angeheuert. Und ziemlich viele für den Tempel. Der Baum der Einheit. Wir nähern uns einem einsamen, friedlichen Baum, umgeben von gefallenen Mauern. Je näher wir ihm kommen, desto ruhiger fühlen wir uns. Sofort erkennen wir ihn als einen der Bäume aus den sagenumwobenen, idyllischen Gärten.
Dieses wunderbare Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Wir pflücken seine Samen mit Freude, wohl wissend, dass wir den idyllischen Gärten einen Schritt näher sind. Na super. Das war aber nicht dieses da. Uralte Ruine. In einem Tal der Hochlande liegt ein Bauwerk der Alten halb vergraben. Ein glänzender Stein glänzt auf seinem Dach. Eine jede Ruine der längst vergangenen Zeit erfüllte uns mit Demut und Motivation. Wir erkennen die Zeichen, die in den Stein gemeißelt sind. Dies ist die Rune des Tageslichts, von der wir in Klippenpforte gehört haben. Wir mühen uns, sie der Ruine zu entnehmen, was letztlich auch gelingt. Nun müssen wir sie nach Klippenpforte bringen, um mit dem König zu sprechen. Wir werden die Rune nach Klippenpforte zurückbringen. Sehr gut. Wunderbar, dann gucken wir hier mal. Die Leute sind alle am Arbeiten. Kohle brauchen wir auch mal wieder, wenn auch nicht extrem dringend. Da ist... Mal gucken. Ah ja, das ist direkt Klippenpforte, wo wir hingucken. Ja. Und dann ist, glaube ich, hier das nächste, was wir suchen. Das sind die Stahlseile. Da können wir ja dann hinfahren und dann hier so quer rüber zurück nach Steilhangwarte. Dann lernen wir auch das da kennen. Okay. Und will ich hier noch was machen? Ja, vielleicht das Essen fertig absammeln. Und den Wald, ja auch. Das ist wohl zu weit weg. Lehm bräuchten wir auch noch. So, alle Arbeiter sind beschäftigt. Okay, dann ziehe ich aus dem Wald noch einen ab. Wie schnell das geht, von dass wir extrem zu viele Leute hatten. Na komm. So. Und jetzt sind die Leute schon wieder super knapp geworden. Naja, wie viel von diesen Ballons habe ich gebaut? Hier 4, dort 4, 8. Und 16. Ja, ich habe 32 Leute in Lohn und Brot gebracht. Kein Wunder. Okay. Da ist auch was. Ist das Klippenpforte? Eben wusste ich noch, wo wir hin wollen. Ja, eine Karte. Und jetzt haben wir natürlich die Richtung gewechselt. Ich denke mal, das ist dieses Dings, was wir noch wollen. Wir können auch direkt dorthin fahren. Dieses da, da haben wir auch ein Lehmvorkommen unterwegs. Und können unterwegs auch mal nach Kohlevorkommen gucken. Sehe ich jetzt gerade nichts. So. Das Ding ist zu weit weg. Aber wir sind relativ gut versorgt mit Nahrung. Und Häuser haben wir 6 übrig. Ich meine, wenn wir die Aufgaben lösen, ist das schon besiedelt, weil da kommen ja immer, ja,
beim ersten Teil 3 und dann nochmal 5. Also ich glaube, man kriegt schon so 8 bis 10 Leute pro verbündetem Königreich. Also muss ich die Häuser dann auch bald wieder aufrüsten. So, hier gucken wir mal. So. Gut. Das ging ja schön schmerzlos. Holz haben wir wieder reichlich. Das ist zu weit weg, oder? Machen wir da einen Abstich hin? Einen kleinen Abstecher machen wir dahin. So. Teegarten erforscht. Wunderbar. Ja, jetzt sind die alle erforscht und ich wollte die Reichweite vom Tempel erhöhen. Aber erstmal gucke ich, was der eigentlich macht. Oh, Gesundheit für 20 Einwohner. Das war hier nur 10. Also ist der Geistheiler besser und der Teegarten auch für 20 Einwohner. Das ist gut. Ja. Da kann man ja vielleicht einfach von jedem etwas, dann sieht es auch hübsch bunt aus. Und ich wollte aber, glaube ich, zuerst mal die Reichweite von dem Tempel erforschen. Ja. So. Lass mal hier auch Wasser sammeln. Und fahren langsam weiter in die Richtung. Lehm haben wir jetzt immer noch nicht. Tja. Machen wir so einen kleinen Abstecher da. Gut, und jetzt dann dorthin. Wiese immer Sause blitzen. Und Häuser muss ich ja unbedingt aufrüsten. Ich bin immer ganz froh, wenn man noch aufstocken kann. So. So, so. Ich denke mal, das reicht erstmal. Das sieht schon nach Stahlseilen aus. Zerstörte Brücken. Wir stoßen auf eine Reihe langer Brücken, die Kluften überspannen. Die Dunst des Tals hat enorm an ihnen genagt. Dies waren Pfade der Alten gewesen. Wir erschaudern beim Anblick ihres Zerfalls. Wir bewundern die Brücken. Aus der Ferne. Als einer der Einwohner von Steilhangwarte eine schreckliche Enthüllung äußert. Dies sind in Wahrheit alte Gondeln. Dass wir vor Ruinen stehen, bedeuten, dass wir keine Flaschenzüge wie damals anfertigen lassen können. Doch mit Mühe bergen wir Teile aus den Ruinen. Wir müssen damit nach Steilhangwarte zurückkehren. Ja, das werden wir machen. Gut. Wunderbar. Wir haben also gefunden, wofür wir da waren. Und haben jetzt niemanden übrig, der hier... Na, die kommen jetzt alle gleich wieder. Können wir gleich ein bisschen Essen sammeln. So. Dann müssen wir gleich um die Kurve fahren. So. Gucken. Ja, und zwar scharf um die Kurve.
fast rückwärts. Also etwa da dürfte Klimmpforte sein. Dann fahren wir mal erstmal hier hin. Haben wir eigentlich Lehm gefunden? Ja, nicht so üppig. Was ist da? Eisen, Wasser, nochmal Eisen. Eisen brauchen wir irgendwie nicht so viel, aber Kohle, die müssen wir mitnehmen. Sind wir an der Kohle schon vorbei? Nein. Oh, da ist Gold. Da waren wir schon, das ist gut. Vielleicht war die Kohle etwas weiter weg. Vielleicht direkt unter uns. Ein Dorf. Da ist die Kohle. So, dann sollte ich auch noch mehr Häuser aufstocken und vor allem hier diese Kohle ernten lassen. So. Häuser aufstocken. Was macht der Auftrieb? Der hat noch Luft nach oben, das ist gut. So. Noch sind sie zufrieden. Aber bestimmt wollen sie bald alle Geistheile und Teegärten haben. Und wahrscheinlich hier auch noch mehr Straßenlaternen. Mal gucken. Es fehlt mal wieder... Nö, hier, das habe ich. Gut. Ja, das ist zu dicht an diesem Flügel. Also hier, Straßenlaterne. Und wir stehen. Das wollen wir ja nicht. Kohlelager fast voll. Sehr, sehr gut. Da wollen wir hin. Nahrung können wir hier noch ein bisschen. Ist zu weit weg. Mitnehmen, nee, die sind alle beschäftigt. Ah, jetzt kommen welche rein. Dann können wir hier welche einholen. Da sind Leute. Ja, Platz für 10 haben wir noch. Aber für Klippenpforte reicht es vielleicht gerade noch. Und dann für den anderen Ort müssen wir aber wieder in ein Wohnviertel dazu machen. Da können wir vielleicht hier die Flügel
weiter nach außen verlegen. Ich denke mal, das macht Sinn und dann können wir hier vielleicht so eine Klinik und Gedöns hinbauen. Ein Teegarten samt Geistheiler. So. Klippenpforte. Wir kehren zum Gefolge des Königs zurück und präsentieren die Rune des Tageslichts. Einige der verblüfften Einwohner erkennen den Stein und sind nun von der Prophezeiung überzeugt. Sie wollen mit uns reisen. Sie bringen uns zum Thronsaal des Königs und geben ihm den Stein. Der König schickt seine Berater fort und schaut auf die Gravuren, während er durch ergrauenden Bart streicht. Dann kommt er auf uns zu, ebenso klein und dünn von Statur wie seine Untertanen, doch stark und mit breitem Lächeln. Er selbst hielt den Stein für ein Hirngespinst, genau wie das Königreich der Lüfte. Und doch sind wir hier, ein Mythos, der ihm eine Legende bringt. Er ist von unserem Streben überzeugt. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, wird Klippenpforte unser Verbündeter. So. Okay. Dann müssen wir jetzt hier schnell anbauen. Ausgezeichnet. Oh, wir sind nun bekannt als Königreich der Lüfte. Es ist Zeit für eine Feier. Dank der neuesten Übersiedler können wir endlich das Königreich der Lüfte nachbilden. Selbstredend können wir weitere Einwohner rekrutieren, doch unsere jetzige Bevölkerung genügt für den großen Rat. Wir alle sind von unserem Platz in der Geschichte verzückt. Die Glorie dieses Tages wird nie vergessen werden, und unser Ruf wird durch alle Zeitalter hallen. Die Erfüllung der Prophezeiung rückt näher. Ja. So, und jetzt stoppe ich mal die Zeit und gucke, ob ich, während ich stoppe, bauen kann. Denn es kommen noch 5 Leute. Ach, nö, ich habe noch genügend Wohnplatz. Für diese jetzt. Aber ich sollte trotzdem schon mal vorbereiten für die Erweiterung aus der anderen Stadt. Mal gucken, wie ich das am elegantesten hinkriege. Oh ja, das geht. Das zappelt zwar ganz ungeheuerlich, komm. mal gucken. Ja, ich kann irgendwie nicht klicken. Ja, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Okay. So, dann machen wir das gleiche Spektakel da drüben. Ja, das ging jetzt besser. So. Na, da haben wir doch Platz für wunderbare Wohnviertel und für diverse Kliniken und... Jetzt gucke ich mal, was wir dafür so brauchen. Erstmal die Klinik selber, die ist relativ klein, gut. Und der Geistheiler ist auch nicht sehr groß. Könnten wir hier hinpacken? Denn mehr... Wie heißen die? Mehr Lagerhäuser werde ich wohl sowieso nicht bauen. Braucht ja, so das Übliche. Packen wir hier auch einen hin. Und dann kommen noch Häuser hin. Ein
Sehr gut, sehr gut. Yes. Wir sind nun verbündet mit Klippenpforte. Mitten in den Bauarbeiten. Sehr gut. Ja, da sind tatsächlich wieder Leute dazugekommen. Und sie liefern uns jeden Tag 6 Eisenerz. Brav, brav. Ja, sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was die da gebaut haben. Wo ist der Himmelshafen? Bluffs Gateway. Ah, das sind hier die Himmelshafen-Dinger. Okay. Mit denen sind wir ja schon verbündet. Ja, wir machen echte Fortschritte. Dann würde ich sagen, dass wir das nächste Ziel mal in Angriff nehmen. Und während der Reise bastel ich dann da noch weiter. Kann ich vielleicht auch noch ein paar Ballons hinhängen. Wegen des Auftriebs und so. Nee, nicht bauen. Karte. Da müssen wir... Da, nach Steilhangwarte. Ja, und da hatte ich ja gedacht, das ist ja recht praktisch, wenn wir hier durch müssen. Und lernen wir diese Gegenden auch kennen. Da oben geht es auch noch weiter. Aber ich würde sagen, ich... Sehr gut. Jetzt haben wir den Tempel und die Reichweite erhöht. Das ist für die Geborgenheit. Oder ich arbeite hier an den... der Gesundheit. Ah, die haben... Glaube und Gesundheit. Ah ja, das ist dann für den Gesundheitsaspekt und das ist für den Glaubenaspekt. Ich mach erstmal das. So. Okay, also das neue Ziel. Nochmal Karte gucken. Ja, so knapp 90 Grad. Das. Sorry, dass ich hier schon wieder... Ah ja, da wo die Ballons sind, ist schon Monems Gießerei, also... Nicht dorthin, da ist noch eine Stadt. Sondern irgendwie... Oder... Ach, ich fahre einfach erstmal dahin. Dann sehen wir wahrscheinlich besser. Gut. Und ich habe aktuell 16 Untätige. Das ist nicht viel. So, ein paar Häuschen wollte ich bauen. Ein bisschen geht noch. Und wir brauchen neuen Lehm. So. Gut. So. Na, der Geistheiler hat tatsächlich erst einen ziemlich kleinen Radius. Da vielleicht nochmal Straßenlaternen. Nee, hier. Da ist effektiver. So. Na komm. Und hier. Ja, dann haben
immerhin das meiste hier. Fehlt ein Stückchen. Vielleicht kann ich ja hier eins hinmachen. Und dann den verbindenden Weg nur hier so. Und dort ist das nicht nötig. Da kann ich den Weg so bauen. Okay. Gut. Was haben wir denn hier übersehen? Brauchen wir Quarz? Nee, aber Lehm könnten wir gebrauchen. Ach, ein bisschen Quarz lassen wir auch sammeln. So. Lehm wäre dort. Das ist aber eindeutig zu weit weg. Da waren wir schon. Das ist vielleicht noch neu. Mal Karte gucken. Ja, da könnten wir ja dann als nächstes hinfahren. Ja, wir sind ganz schön in die Breite gegangen. Hier gucke ich mal. Naja. Glaube haben wir ganz gut und Gesundheit immerhin 40. Wir haben ein paar Jubelnde. Das ist gut. Hier. Ich meine, wir kriegen gleich noch mal einen ordentlichen Schwung. Ich glaube, ich warte erst mal ab mit noch mehr Leuten. Denn ich möchte eigentlich nicht über dieses hier hinaus bauen. So, Steilhangwarte. Wir bringen den Flaschenzug zurück nach Steilhangwarte und fangen an, den Kranaufzug anzubringen. In allen Bezirken sammeln sich die Bürger, um uns zuzujubeln. Einige wollen sich uns nach unseren Taten gar anschließen. Eine Menge weicht auseinander, um dem König Platz zu machen. Er winkt und ruft zu uns empor. Wir haben ihnen ihre Bewegungsfreiheit zurückgegeben und er strotzt vor Erleichterung. Die Wichtigkeit von Zusammenarbeit ist offenkundig und so will er unsere Bande stärken. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, wird sich die Steilhangwarte mit uns verbünden. Ja, hier brauchen wir jetzt ordentlich Eisen. Das heißt, das ist ganz gut, wenn wir da immer was produzieren. Hier haben wir jetzt diesen Aufzug. Das ist doch toll. Und da bauen sie schon an der am Himmelshafen. Gut, ja, unsere Hauskapazität wird reichen. Nahrung. Ist hier dürftig. Wasser gibt's hier. So. Wald können wir auch schon wieder gebrauchen, meine ich. Fahren wir einen Tick weiter nach da. Ah, wahrscheinlich wird der Wald jetzt auch eher knapp. Weil ich noch eine Kohleproduktion habe, was ja gut und wichtig ist.
So. Auftrieb haben wir noch 25 Luft. Vielleicht hänge ich hier noch ein paar Ballons hin. So. Oh, da fehlen uns Leute. Gut, die haben wir gerade alle weggeschickt. Die kommen ja wieder. Luftballons. Okay, die Oase wurde geleert. Das ist wunderbar. Haben wir auch noch ordentlich Wasser und der Himmelshafen ist fertig. Sehr schön. Wir sind nun verbündet mit Steilhangwart. Sehr gut. Und die liefern uns auch Eisenerz. Haben ihren schönen Aufzug. Und da ist der Himmelshafen gebaut. Jubilier, Jubilier. Wunderbar. Dann setze ich jetzt hier noch zwei, drei Ballons. So. Auftrieb. Hier ein und hier ein, da ein und da ein. So. Ja, die sind noch nicht fertig. Auf jeden Fall haben wir dann wieder mehr Auftrieb, Luft. Ich will ja auch noch einen Teegarten. Wir sind ziemlich ausgewogen von der Balance. Ah, ich lasse die gleich mal hier hin. Mal gucken. Ja. Wir können uns auf den Weg machen. Okay, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.